Im Rahmen der Internationalen Mozart-Akademie, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommt die Elite von jungen Sängerinnen und Sängern von Berlin, Hamburg, Dresden, Wien, Graz und natürlich von der Bruckner-Universität nach Oberösterreich. Zu welchem Event? Das werden wir jetzt gleich auflösen. Bei mir Universitätsprofessor Thomas Kerbel, herzlich willkommen. Guten Tag. Und Christian Geierhofer, Geschäftsführer von Novum Forum. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Sie beide, oder eigentlich genauer gesagt Sie, Herr Geierhofer, haben gesagt, wir holen ein ganz grandioses Event nach Oberösterreich, machen das wirklich auf eine Art und Weise, wie es so fast noch nie gegeben hat. Vielleicht können Sie uns aufklären, die Zauberflöte, das darf ich schon verraten, wird in Oberösterreich aufgeführt werden. Wann und auf welche Art und Weise? Ja, also wir haben eine Veranstaltungsfirma, wir sind schon sehr, sehr viel im Sport eigentlich unterwegs und die Klassik und die klassische Kultur ist eigentlich meine Passion. Also ich liebe es, ich liebe die Kultur und ich bin sehr gerne immer auf großen Veranstaltungen. Das, was ich in Oberösterreich immer vermisst habe, ist die Freilichtszene, das klassische Steinbruch-Ambiente, wie man es in St. Margareten hat. Und glücklicherweise haben wir so eine Bühne und die haben wir uns einfach zunutze gemacht und haben wir vor ein paar Jahren begonnen, hier professionell Aufführungen zu veranstalten und heuer eben die Zauberflöte als vollständige Oper in Oberösterreich. Ein Mega-Deal, ja, aber zahlt sich sicher aus. Genau, und das Ganze ist, so viel können wir auch schon verraten, am 22. und 23. Juli wird in Schwertberg aufgeführt werden. Herr Universitätsprofessor, vielleicht ganz interessant, diese Zauberflötenproduktion hat besonderen Reiz. Was macht denn eigentlich genau diese Aufführung aus? Wir sehen auch ein paar Bilder eingeblendet. Ja, also wir haben in einer großen internationalen Kooperation die besten jungen Stimmen eben aus diesen Städten nach Linz gebracht, haben schon einige Meisterklassen mit sehr arrivierten, großen Mozart-Interpreten gehabt im Frühjahr, im Frühsommer. Ja, und seit gestern sind die da. Wir haben gestern mit Papageno aus Berlin angefangen zu proben. Und das ganz Besondere ist ganz einfach der Feueratem der jungen Künstler, die mit einer Begeisterung da dabei sind, die mich jedes Mal wieder überrascht. Ganz kurz noch zur Veranstaltung an sich. Warum haben Sie gesagt, sowas braucht es in Oberösterreich und so eine Veranstaltung muss man natürlich auch finanzieren. Das geht auch mit Kraft aus Oberösterreich. Man stemmt sowas nicht einfach alleine. Das funktioniert einfach nicht. Also den Veranstaltungsort alleine zu haben, ist nur die halbe Miete. Man muss das dahinter ja auch finanzieren. Und in diesem Fall ist es sehr, sehr starke regionale Finanzierung. Man sieht, die Raiffeisenbank hat sich da hingestellt und hat gesagt, wir unterstützen das. Aber auch, weil sie an das Konzept glauben. Also die Leute, die wir hier das Geld in die Hand drücken, die wissen auch, dass das nicht gibt und dass wir dies hier, dass der Bedarf hier da ist. Mhm. Und das machen wir jetzt. Die Zauberflöte ist natürlich vielen bereits bekannt, aber trotzdem in einer ganz besonderen Art und Weise wird sie hier aufgeführt werden. Sie haben sich mit Matthias Achleit noch einen ganz jungen Dirigenten ins Boot geholt. Warum denn eigentlich? Naja, Matthias Achleitner ist für mich, ich habe ihn vor circa 2,5 Jahren kennengelernt, habe ihn gesehen, gehört, wie er dirigiert hat und habe ihn sofort zur Seite genommen und habe gesagt, wir machen das gemeinsam. Er hat letztes Jahr schon die Lustige Witwe, 2 Vorstellungen dirigiert, auch heuer im Sommer wieder bei der Operette. Und das ist seine erste Oper, die er als Dirigent leitet. Und ja, er ist zur Zeit, wo wir jetzt das Interview führen, gerade an der Bruckner-Uni und probt gerade mit Tamino musikalisch. Ich wollte gerade fragen, vielleicht können Sie uns backstage ein paar Infos geben, wie sehen die Probenarbeiten jetzt bis zu den Aufführungen aus? Ja, also ich bin es gewohnt, sehr genau einen Zeitplan einzuhalten, damit jetzt die jungen Sänger nicht den ganzen Tag warten, dass sie dann um 18 Uhr drankommen. Wir springen von Szene zu Szene, Rolle für Rolle, einmal isoliert geprobt und dann schön langsam wird das Ganze in einen Bogen zusammengefasst und das ist immer für mich die spannendste Phase einer Produktion. Die Spannung steigt natürlich auch noch bis zur Aufführung. Abschließende Frage jetzt, diese Eiserbühne in Schwertberg, worauf können sich die Besucher, die diese Bühne gar nicht kennen, freuen? Und das Wichtigste, wo gibt es die Karten für dieses Event? Ja, als erstes stellen Sie sich die Rosenburg vor mit einer Bühne. Also magischer und beeindruckender wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und die Karten, die kriegt man ganz leicht auf Ö-Ticket oder in allen Raiffeisenbanken. Wir haben natürlich die Möglichkeit des Kartenkaufs jetzt auch eingeblendet. Ich wünsche Ihnen beiden jetzt noch spannende Tage bis hin zur großen Aufführung und natürlich viel Erfolg mit der Zauberflöte in Oberösterreich. Danke. Vielen Dank.